Moin Moin Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sind wir mal hier wieder auf dem Weg ins Kappinger Watt. Sind jetzt hier nochmal angehalten am Eider Sperrwerk und schauen jetzt mal, was wir hier so vor die Linse bekommen. Wir haben jetzt hier schon gesehen, im Hintergrund sieht man es vielleicht noch ein bisschen da oben. Das ist jetzt eine Kolonie von Lachmöwen, hier direkt vor mir. Im Wasser sind auch schon einige junge Lachmöwen, die wir schon beobachten konnten. Auch sehr, sehr viele ältere und einige Seeschwalben. Ich weiß nicht, ob Küstenseeschwalben oder ob es vielleicht auch andere Seeschwalben waren. Genau kann ich es noch nicht sagen, konnte ich jetzt noch nicht so genau sehen. Aber von denen sind auf jeden Fall einige, die hier über uns rumfliegen. Und was wir ganz vorne noch gesehen haben, sind ein paar Läufer. Irgendwelche großen Brachvögel müssen es gewesen sein. Sandregenpfeifer, meine ich, hatte Lena gesagt, hat sie hier auch schon gesehen. Und ja, mal schauen, was wir hier noch so sehen. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg heute noch Richtung Beobachtungsturm hier beim NABU. Da kann man ja auch immer jede Menge sehen. Und die NABU-Hütten zu beobachten. Das letzte Mal, als wir hier waren im Juni, also wir haben es jetzt Ende Juni heute, da konnten wir Nilgänse beobachten. Und zwar junge Nilgänse. Die sind auch gerade erst geschlüpft gewesen und sind so ein bisschen mit den Eltern ein bisschen rumgelaufen. Das war ganz cool. Vielleicht dieses Jahr ja auch. Vielleicht haben wir Glück und sehen dieses Jahr auch einige von denen. Schauen wir mal. Quasi steckt der unter, da liegt auch der andere. So, kleiner Zwischenstand, kleines Update. Wir sind jetzt immer noch am Eider Sperrwerk, haben uns jetzt allerdings hier ins hintere Eck ein bisschen zurückgezogen. Und hier sind natürlich, wie man wahrscheinlich ziemlich hören kann, jede Menge Lachmöwen immer noch unterwegs. Aber, was auch ganz cool ist, hier auf den Steinen, da sitzen jede Menge Seeschwalben. Ich weiß natürlich nicht wieder, ob es Küstenseeschwalben sind oder ob es Flussseeschwalben sind, keine Ahnung. Ich bin da in der Unterscheidung noch nicht so gut dran, dass ich das jetzt auf Hand bestimmen kann. Müsste ich im Nachgang nochmal anschauen. Aber sehr, sehr cool. Jede Menge von denen hier tatsächlich. Also fliegen jede Menge rum und sitzen auch jede Menge. Bestimmt 6-7 Stück waren es mittlerweile, die wir gesehen haben, die wir zählen konnten. Und
absolutes Highlight. Hier vorne sind auch Austernfischer. Und zwar nicht nur normale Austernfischer, wie man sie kennt, sondern auch junge Austernfischer, die sie hier noch haben. Schon ein bisschen älter, also können wahrscheinlich noch nicht fliegen, aber sind schon flügge. Werden auch nicht mehr gefüttert, nicht mehr komplett, sondern wird nur noch das Futter von den Altvögeln hingelegt. Und die Kleinvögel, die sind schon, also die Jungen, die sind tatsächlich auch schon dabei und fressen schon selber. Dann hier war eben, hat er einen großen Krebs gefangen. Der Austernfischer sehe ich auch gerade. Hat er da gerade wieder was und bringt er da gerade wieder hin? Ich weiß nicht, ob man von dem Weitwinkel erkennen kann, wahrscheinlich nicht, aber der hat gerade auch wieder was gefangen, zerkleinert den Krebs ein bisschen und die Jungvögel können dann sich dann entsprechend das wegpicken. Das machen die auch schon. Jetzt habe ich eben gerade gehört, Lena hat eben gerade Bescheid gesagt, hier gibt es jetzt auch noch Seeschwalben, also junge Seeschwalben. Die hat sie gerade gesehen, da schaue ich jetzt mal nach, wie die aussehen. Die zeige ich euch jetzt. Alle unten vor diesem Gras ja. Und das ist aber das Einzige, was man sehen kann. Das wird ja doch gefüttert, oder? Das geht schon die ganze Zeit so und die versuchen, das Junge immer mehr hierher zu locken. Ja. Ich glaube, der ist ein bisschen abgehauen. Der soll da gar nicht sitzen. So, weiteres kurzes Update. Also, wir waren jetzt gerade bei den, es sind tatsächlich Küstenseeschwalben, wir haben sie getrackt und war 100% Küstenseeschwalben. Also ich bin mir ziemlich sicher, es müssten Küstenseeschwalben sein. Auch von den Flügeln, die ich da jetzt sehen konnte nochmal, die sind relativ weiß und nicht so schwarz gefärbt. Also ich gehe mal davon aus, es sind tatsächlich Küstenseeschwalben. Dann haben wir einen Küken gesehen, also ein, naja, nicht Küken, aber schon ein bisschen flügge gewesen, aber ein junges auf jeden Fall. Leider nur eins, da vorne am Abhang. Ich denke mal, die haben uns aber auch direkt, als wir ein bisschen näher in die Richtung gegangen sind, direkt angegriffen. Also ich denke mal, die brüten da tatsächlich auch, die Küstenseeschwalben, deswegen sind wir da jetzt auch nicht dichter rangegangen. Was wir noch sehen konnten, hier vorne direkt vor uns, die Lachmöwen, konnte ich jetzt eine junge Lachmöwe dabei beobachten, wie sie von einem Altvogel gefüttert wurde. Also da tatsächlich den, ich weiß nicht, wie man es nennt, das wieder hochgewürgt hat und dann das Gewürgte quasi von dem Jungvogel entsprechend aufgefuttert wurde. Also klassische Fütterung, glaube ich, bei den Möwen. Ich denke mal, die machen es immer so. Sehr, sehr cool. Jetzt schauen wir noch mal einmal oben auf den Deich, was wir da noch sehen. Dann sehen wir uns da wieder. Yeah.
weiß gar nicht, ob ich überhaupt verstehen kann. Das ist der absolute Wahnsinn, was hier los ist. Alles voller Land. Die komplette Kolonie. Was für eine Lautstärke. Das war's auch, ne? Ja. Wenn dann Jungmöwen. Thank you.
meine Kamera an. Wer hat deine Kamera? Ich bin dort, lass dich. So, wir waren jetzt nochmal auf der anderen Seite von dem Eidersperrwerk und dort gab es jede Menge Küstenseeschwalben zu sehen. Wir haben da gebrütet, also auf der einen Seite brüten tatsächlich die Lachmöwen, jede Menge konntet ihr sehen, und auf der anderen Seite die Küstenseeschwalben jede Menge. Die haben uns auch ordentlich angegriffen, aber wir sind jetzt ein bisschen weitergezogen. Ich gehe jetzt wieder zum Auto und ich glaube, da waren die auch ganz froh drüber. Also wir waren nicht zu dicht dran, wir waren immer noch da im Rahmen der Absperrung. Aber naja, sehen die natürlich trotzdem nicht so gerne, wenn da ein Mensch dann doch ein bisschen dichter rankommt an die Jungen von denen. Und sprechen greifen die natürlich auch direkt an. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Turm und schauen mal, was wir da sehen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, wir sind jetzt hier einen Spot weiter auf dem Weg in Richtung des Turms, den wir da hinten schon sehen. Und zwar haben wir jetzt hier auf dem Weg schon einiges gesehen. Und zwar ein Gartenrotschwanz oder ein Hausrotschwanz. Bin ich genau sicher. Ich meine, es war ein Gartenrotschwanz. Eine kurze Aufnahme konnte ich auch von dem machen. Haben ihn sehr oft gesehen, immer sehr weit drin hier in den Büschern. Und naja, wie das halt so ist. Mal zu langsam mit der Kamera nicht drauf bekommen und so weiter und so fort. Deswegen leider nur eine Aufnahme machen können. Und eben habe ich gesehen, da vorne am Horizont quasi, jetzt hinter mir, ist der Seeadler lang geflogen. Die haben wir ja schon mal Anfang des Jahres, meine ich, muss es gewesen sein, eine Menge Seeadler gesehen, auch eine Menge junge Seeadler. Ich glaube, es waren tatsächlich 5 Stück. Also wird vielleicht einer von denen gewesen sein. Der Seeadler hier auf jeden Fall in diesem Gebiet immer sehr häufig vertreten. Der ist da hinten gelandet. Ich habe auch gehört, da ist jede Menge Aufruhr gewesen, also scheint jede Menge Gänse oder irgendwas losgeflogen gewesen zu sein. Dadurch, dass er halt gelandet ist, also vielleicht haben wir Glück, gleich wenn wir auf dem Turm sind, dass der dann noch da sitzt und ich vielleicht noch mal ein paar Aufnahmen von ihm kriege. Ich konnte jetzt nur eine ganz weit entfernte, man kann ihn sehen, aber naja, ist keine gute Aufnahme von ihm gewesen, aber man erkennt zumindest, dass es ein Seeadler ist. Und ja, schauen wir mal. Ich melde mich gleich auf dem Turm nochmal. Thank you.
muss leider auch sagen, heute absolut das falsche Schuhwerk angezogen. Heute war angesagt, war komplett nass schon die Schuhe. Heute war angesagt wirklich Sonne und kein Regen, kein Wind, so gut wie keine Wolken. Naja, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt zwar ein bisschen Sonne ab und zu mal, immer mal wieder Wolken, kein Regen zum Glück, aber trotzdem habe ich nicht damit gerechnet, dass hier noch alles nass ist. Da ist natürlich alles schön durchgetrocknet durch die Sonne. Naja, Schuhe ein bisschen nass geworden. Nicht mal am Turm angekommen und schon der Seeadler hier quasi gerade direkt. Aber was müsste ein anderer gewesen sein? Ich habe den eben noch da hinten gesehen, den ich vorhin gesehen hatte, den ich erzählt hatte. Und das müsste jetzt tatsächlich ein anderer gewesen sein. Hier direkt gerade über uns rüber geflogen. Ich konnte auch ganz coole Aufnahmen machen und habe den relativ dicht tatsächlich ranbekommen. Bisschen im Gegenlicht. Man sieht ihn nicht ganz so schön, aber echt tolle Aufnahme. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Sehr, sehr cool. Ansonsten hier wie immer jede Menge Wiesenpieper unterwegs und ich meine auch Feldlerchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine auch Feldlerchen, müssen nachher nochmal tracken. Und natürlich die Rauchschwalben, die sind hier sowieso immer anzutreffen. Die brüten auch, meine ich, dort in den Turm. Ich schaue nachher mal noch rein, ob wir da noch ein paar Nester sehen. Ein paar von den Rauchschwalben, die da vielleicht noch rein und rausfliegen. Aber ich glaube, daran wird es wohl nicht scheitern. Ja, heute zur Ausrüstung. Was habe ich heute zur Ausrüstung dabei? Ich habe meine Sony A7 S3 Filmkamera mit Einstellungen, ich weiß nicht, ob man es hier so gut sieht, 4K 120 FPS mache ich immer ganz gerne. Den Rest auf Automatik oder aber auf Zeitautomatik. Das heißt, ich stelle ein, eine 2000stel Sekunde oder so, um eine schöne Zeitlupe zu machen. Dann habe ich hier das Sony 200 bis 600 mm draufgeschraubt und das Mikrofon von Rode Shotgun Mikrofon. Und dann habe ich noch dabei, habe ich jetzt hier nicht drauf, aber wenn ich das nachher noch brauche, dann schraube ich es noch mit drauf, habe ich noch einen zweifach Telekonverter, um dann tatsächlich auf 1200 mm zu kommen. Und dann habe ich noch mein relativ stabiles Stativ dabei von Carrière, Carver, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall bin ich damit mit dieser Ausrüstung ganz zufrieden und damit kann man, denke ich, ganz gute Aufnahmen machen.
stehe jetzt unter dem Turm. Im Hintergrund wahrscheinlich unschwer zu hören, noch die ganzen Rauchschwalben. Wir konnten auf dem Turm tatsächlich nicht mehr ganz so viel sehen. Seeadler war es leider nicht geworden. Jede Menge Graugänse. Und eine ganze Menge Graugänse. Ein paar hundert Stück oder noch mehr oder sogar ein paar tausend. Stare, zwei Kolonien, die hier immer mal rumfliegen, konnten wir sehen. Feldlerchen konnten wir beobachten. Bachstelzen. Und ich glaube, ein Regenpfeifer war auch dabei, der damit sich quasi fast schon verirrt hatte, so schien es. Und einige Kiebitze. Und ja, da vorne, der Schwarm mit den Staren. Was ich auch mal so gut erkennen kann. Ja, das ist soweit das, was wir hier entdecken. Also ganz cool, ganz gute Ausbeute. Ich habe auch ganz coole Aufnahmen machen können, auch hier noch von den Rauchschwalben, den Brütchen und so weiter, ohne die jetzt zu stören. Und ich muss denen mal zu gehen, aber trotzdem habe ich ganz coole Aufnahmen von denen machen. Die haben sich überhaupt nicht von mir gestört gefühlt. Und ja, jetzt schauen wir mal weiter. Jetzt gehen wir noch zu den Nahrungen. Das ist jetzt unser nächster Spot quasi auf der Reise, den wir ansteuern wollen. Und gucken mal, was wir da so sehen. Ja, ganz da hinten war kaum zu erkennen. Ich kann die Aufnahme hier mal einblenden, aber ich glaube, da ist nicht über umgekommen. Kamera hat nicht scharf gestellt und ja, war ganz weit weg. Aber ich glaube, er war ein bisschen weiß, wenn ich es richtig gesehen habe. Am Rücken ein bisschen weiß, vielleicht noch ein junger Seeadler. Ja, also soweit zu der Ausbeute, die wir hier machen konnten. Sehr, sehr cool. Wie gesagt, jetzt sind wir noch auf dem Weg Richtung Nabu-Hütten beim Kattinger Watt. Wollen da noch vielleicht auch noch mal ein bisschen ins das Naturzentrum rein, in die Ausstellung rein, uns da ein bisschen umschauen, vielleicht ein kleines Käffchen oder so trinken, ein bisschen aufwärmen, denn es doch, wir haben Ende Juni, wir haben heute den, ich weiß nicht, 29. Juni oder sowas und es ist immer noch arschkalt draußen. Also ich bin hier wirklich lang angezogen, keine kurzen Sachen, es ist super windig, wie man vielleicht unschwer an meinen Haaren erkennen kann und habe eine Jacke an, ich meine gut, keine dicke Jacke, aber es ist echt kalt, wir haben 16 Grad. Und das für Ende Juni, ja, also Watt laufen würde ich glaube ich nicht, es wäre mir ein bisschen kalt.
Schlafen noch ein bisschen in den Turm geschaut, aber konnte leider nichts dergleichen entdecken, denn wir haben hier eine Zeit lang immer mal jede Menge Gewölle gefunden. Gewölle von, ich vermute, Eulen. Also ich denke mal, hier irgendwie unter hat sich eine Eule eingenistet. Was auch immer für eine, keine Ahnung, konnte ich nie sehen. Wir haben die Gewölle immer gesehen und die haben dann entsprechend hier mal gefuttert und hier unten lag alles voll, wirklich alles voller Gewölle. Habe ich noch nie gesehen, so viele. Aber leider diesmal keine Gewölle mehr. Also ich denke mal, die wurde vertrieben oder scheint hier zumindest nicht mehr zu sein. Vielleicht ein bisschen weitergezogen. Was man hier auch ganz gut beobachten kann, sind jede Menge Insekten. Denn hier sind nicht nur Vögel jede Menge unterwegs, sondern auch jede Menge Insekten und andere kleine Krabbler. Denn hier am Weg, man sieht es, glaube ich, ganz gut, sind jede Menge Blühpflanzen neben. Also heißt irgendwelche so Klee, blühender Klee und solche Geschichten, was natürlich für so Insekten wie Schmetterlinge oder andere Fliegearten oder sonstige Geschichten sehr, sehr cool ist und die sich sehr, sehr gerne hier niederlassen. Eben auch, weil wenn die Sonne hier drauf scheint, wirklich hier unten relativ windstill ist und die mit der Sonne sehr, sehr angestrahlt werden, was Insekten ja sowieso sehr gut finden. Lena ist auch da hinten, das sieht man vielleicht ganz klein. Auch da war jede Menge Insekten schon zu dokumentieren und auf sie identifiziert hochzuladen und vielleicht einige neue Arten zu entdecken. Und ich habe hier auch einen Schmetterling. Ich meine, es war ein kleines oder ein großes Ochsenauge. Also genau. Auf jeden Fall meine ich, es war ein Ochsenauge. Extrem schöner kleiner Schmetterling. Wirklich nur so wirklich klein, also nicht so wie so ein normaler Standardschmetterling, sage ich mal, den man so sieht, sondern deutlich kleiner, aber auch unfassbar schön. Irgendwie sehr minimalistisch die Flügel und total geil. Also richtig cool. Und den konnte ich jetzt tatsächlich mit meinem 600 mm so quasi aus dem Stand, wie es jetzt hier steht, von oben herab sehr gut filmen und es sind echt gute Aufnahmen geworden. Also man kann auch mit einem 200 bis 600 mm so ein Objektiv gute Makroaufnahmen machen. Sehr cool. Ja, und der kommt da immer wieder hin. Da habe ich hier schon, ja. Pass auf, jetzt kriegt der. Thank you.
zu viel. Hier war ein Graureiher direkt vorne, der ist natürlich direkt weggeflogen, als ich die Tür quasi aufgemacht habe. Und sonst gibt es hier ein paar Bachstelzen, die da immer ankommen. Süß.
dem Land. Die füttern die da immer, die Kleinen. Wir haben jetzt auch noch unseren letzten Spot hier abgeklappert. Die Nabu-Hütten war so semi-erfolgreich. Wir haben in den ersten beiden Hütten quasi gar nichts gesehen. Jetzt in der letzten Hütte haben wir dann doch noch aber ein bisschen was gesehen. Wir haben ein Nest von einem Zwergtaucher gesehen, das war sehr cool. Und eine Löffelente mit ein paar Küken bzw. kleineren Enten, jungen Enten, die mit ihr da waren. Und dann noch eine Ratte oder ein Nutria, irgendwas in der Richtung, was sich dann ziemlich dicht an die Enten gesellt hat und was die Enten überhaupt nicht gestört hat. Sehr, sehr cool eigentlich, das zu beobachten. Habe ich so noch nie gesehen. Dann haben wir außerdem noch die Rauchschwalben gesehen, junge Rauchschwalben, die gefüttert wurden. Ich glaube, da konnte ich auch einige coole Aufnahmen machen. Und jetzt zum Schluss konnte ich noch einige Aufnahmen von Graureiher, der so auf mich zugeflogen kam, machen. Auch sehr cool. Ja, für uns soll es jetzt gewesen sein. Wir gehen jetzt noch hier in die Nabu-Hütten, beziehungsweise in die Ausstellung und schauen uns die nochmal an. Und dann machen wir uns auch auf den Weg nach Hause. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß beim Anschauen des Videos. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like oder Abo da. Und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr solche Videos findet, wie ich sie aktuell mache. Und ob ihr vielleicht noch Verbesserungsvorschläge habt. Ansonsten, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss und bis dahin.